Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Kleine Spontanalyse zu Realty Income. Bevor ich es wieder vergesse, mein Name ist Thorsten Thiel. Hier geht es ums langfristig Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Wir haben vor kurzem eine Analyse gemacht zu Realty Income. Und zwar siehst du das hier. Und die kommt doch recht gut an. Und es zeigt einfach, dass sich viele Leute dafür interessieren. Realty Income ist ja einer der bekanntesten REITs, so auch hierzulande. Wie heißt das Ding nochmal? The Monthly Dividend Company, genau, so war das, ne? Ein Grund mehr, warum die Aktie so beliebt ist. Und ich möchte euch ein bisschen mal was dazu erzählen. Ich verlinke jetzt hier auch parallel in das Video rein diese Analyse, könnt ihr euch gerne anschauen. Zu Realty Income oder zu REITs allgemein ist es ja so, dass einige Leute, ich habe es mitbekommen, so die Schnauze voll haben, die sagen, boah, diese REITs, die gehen mir jetzt gehörig auf den Senkel, weil ich habe schon zu viel Geld damit verloren, die sind ja alle rot, das stimmt nicht ganz, ich zeige dir das mal. Was ich immer wieder betone, aber was noch nicht komplett durchgedrungen ist, es ist, REIT ist nicht gleich REIT, es kommt halt darauf an, was die vermieten, in welchen Branchen die unterwegs sind. Wir haben hier im Aktienfinder ja schon eine ganze Menge an REITs. Alles, was so größere Namen hat, ist darunter vertreten. Meistens sind natürlich REITs aus den USA. Dort ist das Ganze ja auch heimisch und am populärsten. Wenn wir jetzt aber hier mal nach dem Kursgewinn sortieren, haben wir jetzt erstmal die Verlierer oben. Na gut, das sind halt die auch üblichen Verdächtigen, muss ich mal sagen, aus dem Einzelhandel, aus dem Tourismus. Die hat es halt extrem hart getroffen. Wenn wir dann aber mal andersrum sortieren, dann sehen wir auch, dass wir Gewinner tatsächlich haben. Also es gibt auch REITs, die gewonnen haben. Allerdings sind die ganz eng in wenigen Branchen vertreten. Das sind die Tower REITs, SBR Communication, Crown Castle, American Tower, die drei. Und dann sind es die REITs, die Rechenzentren betreiben, Digital Retrust, Equinix. Und dann gibt es halt andere, die haben etwas weniger verloren. Container REITs beispielsweise. Und dann haben wir halt noch Realty Income im Einzelhandel. Einzelhandel, wie gesagt, hat es relativ schwer getroffen, aber Realty Income hat 22% verloren. Nur im Vergleich zu anderen ist es relativ wenig. Interessant ist übrigens auch, wenn ich hier mal kurz euch mal wieder hier das Starterdepot zeigen darf. Da hatten wir ja auch mal gesagt, wir haben ja ein REIT drin. Ne? Wenn ich jetzt mal kurz Realty Income müsste ich eigentlich finden. Ah, ich finde es nicht, weil ich das hier zugeklappt habe wahrscheinlich. Ich wollte euch eine Geschichte mal zeigen. So ein bisschen angeben. Hier, da haben wir die REITs und da haben wir ja vier REITs vorgestellt, in die wir investieren könnten. Das waren damals American Tower, Digital Realty Trust und das war halt kein Zufall. Das waren halt die Gewinner, weil wir gesagt haben, wir wollen dynamisches Dividendenwachstum haben. Da haben wir uns auch schon vor der Corona-Krise auf diese REITs hier geeinigt, dass das Gute sein könnten. Auf Public Storage, die haben auch nicht allzu viel verloren. Und dann halt noch Realty Income, weil Realty Income halt ein extrem populärer REIT ist. Monthly Income Company. Jo, das ist dann auch noch sehr interessant, da komme ich dann auch noch mal drauf. Wir gucken uns jetzt einfach mal Realty Income an, würde ich vorschlagen. Ich weiß, dass die bei 22% Kursverlust zu finden sind. Also hier, genau. Hat sich also prinzipiell relativ gut soweit geschlagen. Ist halt auch ein Qualitätsunternehmen erstmal. Das siehst du dann auch schon anhand der Historie. Brauchst du nur diesen Chart hier anschauen. Das siehst du schon, dass die Funds from Operations schön wachsen. Dass die Dividenden schön mitziehen, logischerweise ist ja gesetzlich vorgeschrieben, 90% vom zu versteuernden Einkommen zum Net Taxable Income muss dann als Dividenden ausgeschüttet werden, damit sie den Tax-REIT-Status nicht verlieren. Der bilanzierte Gewinn hat relativ wenig Einfluss auf die Dividendenentwicklung, siehst du auch hier. Was ich jetzt mal hier fokussieren möchte, das ist die Bewertung in diesem Video. Wie gesagt, du kannst in der Analyse noch ein bisschen mehr lesen zu Realty Income oder geh mal ganz, ganz kurz durch zu den wesentlichen Sachen, um dir zu zeigen, wo Realty Income unterwegs ist. Hier Tankstelle 7-Eleven, 7-Eleven, japanische
Lebensmittelkette. Und wer sind denn jetzt eigentlich die Mieter von VT Income? Das sind nicht die kleinen Ladenbesitzer, das sind die großen Ketten. Walgreens, 7-Eleven haben wir gerade gesehen an der Tankstelle. Dollar General, quasi ein Euroladen. Walgreens, so Apothekenkette, FedEx, Dollar Tree und so weiter und so fort. Auch Fitnessketten sind da dabei. Die haben große Probleme, werden wir auch gleich sehen. Im Großen und Ganzen sind es solide große Unternehmen, in die du auch einzeln oft investieren kannst. Sind viele Aktienunternehmen dabei. Walgreens hat jetzt gerade hier gesagt, dass die massive Probleme haben. Im letzten Quartal gab es eine Pressemitteilung, ging vor 2 Tagen raus. Andere Mieter auch haben Probleme, kommen wir gleich drauf. Hier geht es erstmal darum, wer die großen Mieter sind, eben die großen Ketten. Hier siehst du, wo die, in welchen Industrien oder Segmenten, Branchen, wie auch immer sie gerade tätig sind. REIT Income, Retail REIT, Einzelhandel, auf Englisch auch Brick and Mortar genannt. 85% fast im Retail, dann ein bisschen Industrie, ein bisschen Bürogebäude werden vermietet und noch ganz, ganz wenig Landwirtschaft, also hauptsächlich Einzelhandel hier. Und da gehört dann auch das Kino mit rein, die Fitnesscenter gehören da mit rein. Und da siehst du noch mal ein bisschen was, aber das ist jetzt noch mal wichtiger, finde ich, weil gerade im Angesicht der zweiten Corona-Welle, die da durch den sogenannten South Belt, also durch die südlichen US-Bundesstaaten rollt, und da ist eben Kalifornien, Texas und Florida sind sehr hart betroffen und das sind Schlüsselstaaten. Nicht nur für die Wahl wie der Swing State in Florida, für die Wahl des US-Präsidenten, sondern auch Schlüsselstaaten für Realty Income. Hier siehst du, wie viel Prozent vom Umsatz die machen. Und Texas zum Beispiel schon ziemlich viel. Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist Kalifornien. Und an Platz 4 kommt Florida. Und die sind da ziemlich hart getroffen momentan von der zweiten Corona-Welle. Was heißt das? Das heißt, dass wir da möglicherweise Lockdowns sehen. Vielleicht sehen wir auch schon beim einen oder anderen wieder schon Lockdowns. Das heißt, dann sind die Geschäfte zwangsgeschlossen. Natürlich nicht besonders gut für die Mieteinnahmen, weil es nicht gut ist für die Umsätze der entsprechenden Ketten. Und es kann auch sich auf das längerfristige Kaufverhalten der Konsumenten auswirken. Wenn du einmal Gefallen gefunden hast an, was weiß ich, Netflix-Streaming, gehst du vielleicht weniger ins Kino und bestellst auch allgemein vielleicht mehr übers Internet, weil du dich einfach, Mensch ist ein Gewohnheitstier, vielleicht schon daran gewöhnt hast. Auch Stefan, also der Autor dieser Analyse, äußert diese Bedenken. Ja, dann siehst du hier nochmal, wo die Probleme sind. Realty Income hält uns als Investoren auf dem Laufenden. Einmal im Monat sagen sie, wie es denn aussieht mit den Mieteinnahmen, wie hoch die Mietausfälle sind. Und dann siehst du hier auch wieder, welche Branchen besonders hart betroffen sind. Kino, ganz übel, Fitnesscenter, auch übel. Bei den Kinos haben sie 0% der Rente kassiert. Macht insgesamt 6% Rente normalerweise aus. Von den gesamten Mieteinnahmen Rente. Natürlich nicht Rente, Mieteinnahmen. Wir haben also hier schon echte Problemkinder da. Müssen mal gucken, wie schlimm das halt dann insgesamt wird. Du siehst also, die Unsicherheit ist schon hoch und da komme ich dann auch nochmal drauf zurück. Ich möchte jetzt mal hier zur Fundamentalanalyse gehen und mich hierbei insbesondere dann auf die Dividende und dann auch die Bewertung konzentrieren. Die Dividende, da ist ja immer jetzt interessant, ist die hoch oder ist die niedrig? Wenn es da halt gerade kracht und ja, kracht und noch stinkt und noch raucht, dann ist halt immer die Frage, ist das jetzt vielleicht ein guter Einstiegszeitpunkt, weil wenn sich denn der Rauch gelegt hat, dann kann ich mich an steigenden Kursgewinnen erfreuen, vielleicht noch zusätzlich zu sowieso schon extrem hohen Einstiegen bei der Dividendenrendite, weil der Kurs ja niedrig war. Dividendenrendite momentan unter 6% von REIT, unter 5% von Realty Income ist schon hoch bezogen jetzt hier, wenn man sich nur die letzten Monate anschaut, relativiert sich aber, wenn wir hier mal das Big Picture angucken, seit dem Jahr 2000, langfristig gesehen, zahlt Realty Income immer weniger Dividende, weil der Aktienkurs an sich sich ganz gut entwickelt hat. Das möchte ich doch auch mal ganz kurz hier zeigen. Und zwar gehen wir mal hier raus und zeigen uns mal alles an. Und dann siehst du, dass hier langfristig betrachtet Realty Income schon ein gutes Investment war mit über 10%, fast 11% Rendite, jährliche Rendite. Hast du mehr Rendite erwirtschaftet als der S&P 500
mit Realty Income, dass die Dividende schon drin. Also langfristig war das schon ziemlich gut. Wir sehen aber auch, dass es immer wieder Hochs und Tiefs gegeben hat. Wir kommen gleich darauf zurück. Dann sind wir hier wieder im Dividendenturbo. Und da siehst du halt, dass die momentane Dividendenrendite schon hoch ist, verglichen jetzt auf beispielsweise die letzten 12 Monate. Wenn du aber hier mal anschaust, den 10-Jahres-Korridor nimmst, dann siehst du, dass wir doch nur leicht über dem Mittel liegen. Interessanter Dividendenzahler, ja, aber jetzt ist jetzt nicht so, dass die Dividende außerordentlich hoch wäre. Insofern, wir haben auch hier nochmal vielleicht was ganz Interessantes. Analysten gehen momentan noch nicht von einer Dividendenkürzung aus. Auch nett zu wissen. So, dann gucken wir uns jetzt mal hier die Bewertung an. Realty Income ist normalerweise relativ einfach zu bewerten. Warum? Weil die Funds from Operations beispielsweise, also weil die unterliegenden Fundamentaldaten sich relativ stabil entwickeln. Deshalb ist auch die Bewertung relativ einfach, wenn man noch die Adjusted Funds from Operations, aber im Jahr 2006, die sich im Großen und Ganzen gleich laufen mit den Funds from Operations hier 2017 und 2018, gab es kleine Differenzen. Da müssen wir jetzt erstmal den repräsentativen Bewertungszeitraum herausfinden. Da helfen uns dann auch hier diese Multiples. Und dann sehen wir, dass Realty Income ab im Jahr 2010 doch höher bewertet war, von den Multiples gesehen, als es vorher der Fall gewesen ist. Das heißt, wir könnten erstmal, und das ist auch hier im Prinzip schon voreingestellt, wir können so in den Zeitraum mal ein bisschen genauer auswählen. Das ist jetzt quasi der letzte Bewertungsabschnitt von Realty Income, so wie Realty Income bewertet gewesen ist. Den nehmen wir mal und zoomen dann nochmal entsprechend in diesen Zeitraum rein. So, und dann gucken wir mal, wie, wenn wir die Fernwerte drüber legen, Realty Income so bewertet ist. Den operativen Cashflow, der schmiegt sich zwar auch so ungefähr dran an, aber den nehmen wir jetzt mal weg. Und dann siehst du erstmal, dass die Fernwerte alle relativ nah beieinander liegen. Schon ein gutes Zeichen. Du siehst auch, dass der Aktienkurs Phasen hatte, wo er deutlich über den Fernwert gekommen ist, aber immer kam er wieder zurück. Dann gab es wieder kurze Phasen der Untertreibung, Übertreibung. Hier eine außerordentlich ausgeprägte Phase der Übertreibung, gefolgt von einer Phase dann der Korrektur, die in die Unterbewertung wieder reingekommen ist. Also Mr. Market halt ein bisschen launisch. Alles ganz toll, dann gibt es Zweifel an dem Geschäftsmodell bzw. an der Überlebensfähigkeit von Brick and Mortar, wie es so schön heißt, also vom stationären Einzelhandel. Dann überlegt sich Mr. Market wieder anders, und da hat doch eine Zukunft, dann geht der Aktienkurs schießt wieder nach oben und dann haben wir Corona und da haben wir dann, lass uns so ein bisschen reinzoomen, natürlich extrem verloren, innerhalb kürzester Zeit hier über 40% verloren. Dann hatten wir jetzt aber hier wieder eine Erholung gehabt, bis an den Fernwert heran der Aktie und dann jetzt hier wieder eine Phase des Kursrückgangs von 62 auf 57 US-Dollar und wir haben hier faire Werte, die liegen so zwischen 60 und 62 US-Dollar. Das ist völlig egal, ob ich die letzten 12 Monate nehme, das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr oder das Schätzung fürs laufende Geschäftsjahr, weil das soll alles mehr oder weniger seitwärts laufen. Nur die Dividenden sollen leicht anziehen, sodass auch der faire Wert Dividende leicht steigt von 60 auf 62 US-Dollar. Aber das gibt sich alles nicht viel. Also um leicht über 60 US-Dollar wäre dann hier der faire Wert. Der Aktienkurs wäre bei 57 US-Dollar. Wir haben also im Prinzip eine rechnerisch leichte Unterbewertung der Aktie. Jetzt kommt's. Stefan meint das auch. Wir haben halt eine extrem hohe Unsicherheit, wie es weitergeht. Laut den Analysten ist Business as usual momentan angesagt. Also da würde Corona quasi nicht zu großen Einbußen im Geschäft führen. Aber das ist alles nicht sicher. Und was ich jetzt machen würde persönlich, mir wären diese Einschätzungen zu optimistisch. Ich würde diese Multiples, diese Fernwerte nach unten korrigieren. Das kannst du im Aktienfinder machen. Ich würde die auch vielleicht, sagen wir mal, 15 und 14,5 oder so nach unten korrigieren. Das heißt, ich würde hier 15 reinschreiben. Dann siehst du, wie sich die Fernwerte plötzlich ändern. Hier auf 14. Und ich kann auch gleichzeitig sagen, dass ich eine höhere Dividendenrendite erwarten möchte. Vielleicht 5,5 mal 1% hochschlagen. Und dann hätten wir die entsprechend Fernwerte hier unten.
Und dann werden die irgendwo, würden die liegen zwischen, ja, hier 46, habe ich halt stark runter korrigiert, können wir auch, damit es wieder ein bisschen hübscher wird hier, dann mehr als mich es annähert, dann liegen die halt hier zwischen 48 und 51 US-Dollar. Basierend auf den Schätzungen des laufenden Geschäftsjahres hier liegen die auch zwischen 48 und 50 US-Dollar und der Aktienkurs halt bei immer noch 57, den habe ich ja nicht korrigiert. Das muss Mr. Market für mich machen. Und dann wäre die Aktie jetzt also hier klar überbewertet. Dann hätten wir hier ein Abwärtspotenzial erstmal von 11% bezogen auf das laufende Geschäftsjahr. Kannst du noch genauer machen, wenn du willst, hier mit den Hilfskursen, aber wir brauchen das jetzt mal nicht. Und weil es einfach dann zeigt, dass wenn man das Risiko quasi einpreist und wenn man nicht sagt, ich sehe Realty Income jetzt hoch bewertet, wie es die Jahre zuvor war, als wir eben noch nicht diese erhöhte Unsicherheit haben, sondern passt es also alles ein bisschen nach unten an, dann schwuppdiwupp erscheint die Aktie zu teuer. Und dann hätten wir jetzt übrigens, wie du hier siehst, als die Corona-Auswirkungen quasi am größten waren und die Aktie unten waren, dann war sie fair bewertet, wenn wir eben hier ein bisschen pessimistischer an das Ganze rangehen. Ja, insofern, ich schließe mich dem an, was der Stefan hier gesagt hat, ist für mich, ich will auch keine klare Kaufempfehlung aussprechen für Realty Income. Die Unsicherheit ist mir einfach zu hoch momentan. Sondern an der Seitenlinie stehen bleiben und mal gucken, was passiert. Wir sehen ja dann täglich hier bei, wie sich die Fallzahlen entwickeln auch und Realty Income hält uns auf dem Laufenden bezüglich des Mietstands. Einfach mal beobachten und das Ganze anschauen. Du kannst natürlich jederzeit, also was immer geht, das ist hier Eigenwerbung, das Ganze mit über einen Sparplan befüttern, diese Realty Income Position. Wenn es dann erwischt sich nicht so schlimm, falls es nochmal nach unten gehen sollte, kennst du ja wahrscheinlich den Cost Average Effekt. Falls es dich interessiert, drück mal hier auf den Banner. Da gibt es dann nämlich hier das Starter-Paket. Ich habe schon viele Rückmeldungen bekommen, das haben schon einige wahrgenommen und so quasi angefangen zu investieren. Gut, ich schweife ab. Das war also meine Meinung zu Realty Income, auch die Meinung hier von Stefan Redlich im Großen und Ganzen zu Realty Income. Falls du noch was ergänzen möchtest, hinterlass gerne einen Kommentar. Gerne entweder unter YouTube oder auch hier in der Aktienanalyse. Wenn es hier in der Aktienanalyse machst, dann antworte da Stefan. Wenn du es auf YouTube machst, dann antworte höchstwahrscheinlich ich. Okay, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.